Servus Leute, zurück zu Let's Play Spellforce 3 Fallen God. Wir haben das letzte Mal das Ritual durchgeführt und es ist katastrophal ausgegangen. Also gut, das Ritual an sich hat geklappt. Wir haben Mukwas Kalb beschworen, den Titan der Trolle. Aber dann haben die Jäger... Und wir haben auch das Herz verspeist. Also wir sind jetzt offiziell der Anführer der Trolle. Aber... Just in der Sekunde, wo wir fertig waren mit unserem Ritual, kamen von überall Jäger und haben mit einem Fluch Mukwas Kalb unseren Titanen in die Knie gezwungen. Und wir flüchten gerade, während die Knochengeborenen... Ja, keine Ahnung, was mit denen ist. Wahrscheinlich sich opfern. Und hier haben wir Leute gehört. Hier haben welche geredet. Bei Ellens Regenfell. Nicht will, du Mondgeborenen! So, wir machen sie jetzt platt. Tja, die haben keine Chance gegen die Kraft eines Heiltotems. Level up. Oh, der lebt noch. Wer bist du? Hauerjäger. Guter Erfahrungspunkte. Okay, wir haben Level Ups bekommen. Dann schauen wir doch mal, was wir aus diesen Level-Ups Schönes machen. Ich weiß immer noch nicht, was Mondgeister sind, ehrlich gesagt. Wir sind ja Blutmagier. Das andere ist jedoch geringer. Was erhöht, trifft bis zu 2 Ziele. Hört sich gut an. Ja, warum nicht? Warum nicht? Machen wir das. Next. Gungwa Graupelz. Unser Magier. Es wäre gut, wenn wir einen weiteren Spell bekommen. Beziehungsweise, wir brauchen erstmal den Fokus, ehrlich gesagt. Um Spells zu casten. Wobei, wir könnten auch den pushen. Unterbrechen. Bla bla. Doppelter Schaden gegen Eis eingriffen, entzündet. Wenn ich richtig sehe, das macht... Abklingzeit ist auch geringer. Aber ansonsten ist der einzige Effekt mehr Damage. Ist jetzt prinzipiell nicht schlecht, aber... Das verbessert den Wirkungsbereich. Detonation. Okay. Ja, okay, den Fokus müssen wir bei dir steigern, damit du super Spells benutzen kannst. Dauert zwar noch ein bisschen, du brauchst nämlich 50. Aber immerhin, wir arbeiten dorthin. So, Zaska, Kleinzahn, was machst du Schönes? Ja, nützlich für die Flucht. Was will ich mit nützlich für die Flucht? Ich will nicht flüchten. Gut, aber ich nicht bewegen kann. Und Fernangriff. Verursacht Waffenangriffsschaden mal 3. Und ordentlich Damage, wenn der Gegner nicht laufen kann. Aber wir hatten das letzte Mal das genutzt. Heilen. Schätze sammeln. Wie hoch ist die Tragekapazität? Ah, da. Ja, die könnten wir erhöhen. Weit entfernte Objekte ausspähen. Was ist das? Gibt es jetzt das Blut dran? Waffe. Ja, das ist vergiften, oder? Nee, das ist nicht vergiften. Das ist ein Buff, der vergiften bewirkt, wie es scheint. Eine spezielle Mischung, die Bumm macht und ein Gebiet mit Wolken füllt, die seine Feinde schwächen und vergiften. Vielleicht kraftlos und vergiftet. Muss mal Zutaten dafür verwenden. Das ist alles immer Zutaten verwenden. Das mit dem Zutaten verwenden finde ich kurios. Wir machen einfach mal hier diesen normalen Angriff. So, und bei dir? Noah kämpft hart und stinkt manchmal arg. Feinde mögen das nicht.
Sobald Schaden genommen wird, einmal alle zwei wird auf sich selbst ausgelöst. 25 Chance. Löse jede Sekunde Zauber aus, verleihe kraftlos für einen feindlichen Gegner. Okay, manchmal stinkt er eben. Das ist eine lustige Beschreibung bei dem. Na gut, aber wir machen weiter. Jetzt ist der Weg hier frei. Mir ist schon aufgefallen, dass hier ein kleiner Weg ist. Ist das der Vertraute von Blutgeber Urnuk, Nurab? Er wird den Seelenspeicher nie erhalten. Tja. Zum Lager des Stammes. Sofort. Ja, das Lager sieht ein bisschen brennend aus hier, würde ich sagen. Oh nein. Oh, bei den Hauern. Einer ist da. Auf den sicheren Tod zu? Nur einer ist da. Warum auch nicht? Warum ist da einer da? Ah, da lebt noch einer. Der Kämpfer, oder? Er geht. Ein paar wenige. Lass sie mal, wer angekommen ist. Meerbock sagte Akrok, dies würde geschehen. Aber er hat nicht gehört. Still, Meerbock. Das ist nicht die Zeit für Streit. Krumm spricht wahr. Die Jäger. Wie viele der Sippe haben sie getötet? Frag besser, wie viele nicht getötet wurden. Sie haben die Leichen noch nicht gezählt, Häuptling Akrok. Aber es ist schrecklich. Saramak, Julok, Anuk, Krumm und vielleicht 2 Dutzend der Sippe sind alle, die noch leben. Es wäre schlimmer, hätte Anuk nicht Nerbok gewarnt. Das furchtbar. Das ist es, kleiner Noak. Das ist es. Was ist geschehen? Wonach sieht es aus? Die Jäger haben angegriffen, während Akrok bei Ritualen mit den Knochengeborenen beschäftigt war. Genau wie Nerbok es gesagt hat. Nerbok nimmt an, die Wiege ist ebenfalls fort. Sie kämpfen noch. Kabrax, er sagte ihnen, sie sollen fliehen. Und natürlich hat Akrok gehorcht. So war es nicht. Kabrax ließ ihm keine Wahl. Sicher. Saska spricht wahr, Vertrauter. Häuptling Kabrax wirkte einen Fluch, der sie aus der Wiege brachte. Er wollte, dass die Mondgeborenen überleben. Dafür ist es jetzt zu spät. Viele sind bereits tot. Okay, und was ist mit den Augen? Die taugen wohl nichts. Akrok versteht nicht. Die Augen sagten, es seien weit und breit keine Jäger. Wie konnte dies also geschehen? Augenmeister Anuk? Es hart zu erklären. Es war, dass weder Eisenschnäbel noch Augenjäger gesehen. Aber als Anuk gestern hinausging, er seltsames Schimmern in der Luft sehen. Unsichtbarkeit. Wie heiße Luft über Feuer. Diesen Morgen sehen Anuk und Augen schimmern bei den Büschen. Aber plötzlich sind da blaue Wolken beim Schimmern und Jäger kommen raus. Ein Teleportfluch. Genau wie in der Wiege. Als Anuk sehen, er rennt zurück zu Lager des Stammes. Aber er war zu spät. Es ihm leid tun, Häuptling Akrok. Er hat Stamm im Stich gelassen. Und nun sind so viele der Sippe tot. Anuk hat keine Schuld. Es war Akrok, der nicht hören wollte. Häuptling Akrok. Der Kleinzahn ist der Letzte, der Nerbok befehlen sollte. Er ist nicht mal Mond. Still, bei den Hauern. Akrok mag vielleicht einen Fehler gemacht haben, aber dies ist nicht die Zeit für einen Streit. Sippe ist gestorben, erneut. Mehr werden sterben, wenn die Mondgeborenen hierbleiben und abwarten, dass die Jäger die Wiege zerstören. Sie müssen gehen. Sofort. Starke Worte. Und wohin will der große Anführer die Mondgeborenen bringen? Direkt in die nächste Falle? Er weiß es nicht. Aber er wird etwas finden. Vielleicht ist das nicht nötig. Saska hat eine Idee. Nerbok erinnert sich, wie er von Saskas Pläne-Schmieden sprach. Er hatte recht. Den letzten Mond über hat er sich mit einem Schwachknochen getroffen. Einem Schwachknochen? Das hat Saska gerade gesagt. Und nein, er hat sie nicht verraten. Auch wenn alle denken, dass er nur darauf wartet. Dieser Schwachknochen hat einen Plan.
Ein Plan, der dem Stamm nicht nur beim Zerstören der Jäger helfen würde, sondern auch die Seuche heilen könnte. Die Seuche heilen? Wie? Wie ist das möglich? Und darin liegt das Problem. Die Mondgeborenen müssen einen gefallenen Gott wiederbeleben. Na, wenn sonst nichts ist. Seit sie das Wasser überquert hatten, deswegen um ein neues Leben God-Erweiterung. In Mugwa zu suchen, hatte Mugwa auf ihre Trolle herabgelächelt. In ihren dunkelsten Zeiten wurde dieses Lächeln jedoch manchmal übersehen. Die Blutseuche, die Jäger, die Sklaventreiber. All das war nicht leicht zu vergessen, aber solange Mugwa lächelte, gab es noch Hoffnung. Gut, und wir haben eine Weltkarte, sehr cool. Mit dieser Weltkarte kannst du Urgard bereisen. Scroll über die Karte. Urgard ist ein anderer Kontinent im Spellforce-Universum. Wenn ihr euch an Spellforce 3 erinnert, da haben wir, glaube ich, einen anderen Kontinent gespielt. Der wird, glaube ich, auch hier dargestellt. In den Bildern. Ich glaube nicht, dass diese Bilder hier da vorkommen. Aber nein, egal. Ein blauer oder gelber Questmarker an einem Ort zeigt an, dass dort noch nicht beendete Missionen zur Verfügung stehen. Um deine Gruppe auf eine Reise an einen Ort zu schicken, wäre ja klar. Ja, gelb sind meistens die Hauptquests, blau sind Nebenquests. Schauen wir uns doch mal, ja, das ist... Also, so eine Insel würde ich bei Anno gleich mal besiedeln. Oh, wobei, hier ein bisschen... Hier haben wir ein bisschen wüstenkarges Land. Und dann hier ein großes, tödliches Gebirge mit Feuer. Das wird auch ein interessanter Ort wahrscheinlich werden hier. Hier könnte ich mir einen interessanten Ort auf jeden Fall vorstellen. Hier wird einiges zu tun sein. Man sieht hier eine Kleinigkeit. Gut, hier mit dem da. Vielleicht dort hinten noch was. Hier ist etwas Interessantes. Hier ist etwas Interessantes. Hier oder generell hier. Dort hinten natürlich. Okay. Bin ich mal gespannt. Bin ich echt mal gespannt, wie sich die Story so weiterentwickelt. Der Schwarzherzdschungel. Einen Tagesmarsch vom Stammeslager entfernt ist voll von gefährlichen Wesen. Ein seltsamer Plan. Ja, da wollen wir hinreisen. Auf den Gesichtern der überlebenden Mondgeborenen machte sich Unglaube breit, als Saskar seine Idee schilderte. Ein Pakt mit einem der Ältesten der Schwachknochen. Einen gefallenen Gott wiedererwecken? Schande, brüllten sie. Irrsinn. Aber gab es eine andere Wahl? So kam es, dass Akok das Recht des Häuptlings zum ersten Mal in Anspruch nahm. Die Mondgeborenen würden den seltsamen Schwachknochen im Schwarzherzdschungel treffen für Friedensgespräche. Als sie vor 5 Sonnenuntergängen zur Wiege marschiert waren, hatten die Mondgeborenen bereits geblutet. Als sie sie den Jägern überließen, war ihre Wunde weit aufgerissen. Okay. Zeit für Rache. Das ist der Ort. Der Fremdling der Schwachknochen ist in der Nähe. Anuk denkt immer noch, alleine zu gehen ist nicht weise. Sie nehmen am besten wenigstens ein paar Eisenschnäbel. Akrok hat einem friedlichen Gespräch zugestimmt. Und Schwachknochen ehren so etwas nicht. Sie sagen, sie bleiben friedlich. Und dann stechen sie sich gegenseitig in die Rücken. Das mag so sein. Aber dieser Schwachknochen hatte 100 Gelegenheiten, Saska zu zermalmen. Und hat es nicht getan. Wenn er also auch nur annähernd so viel Fluchkraft besitzt, wie Saska denkt, dann werden ein paar Eisenschnäbel nichts ändern. Bitte, Akrok, wenn Sie die Abmachung mit dem Fremden als Erste brechen, wird er Ihnen vielleicht doch nicht helfen. Der Stamm ist zerschlagen und sie können diese Gelegenheit nicht ziehen lassen. Saska spricht wahr, Häuptling. Irgendwo müssen sie anfangen. Akrok versteht immer noch nicht, was der Fremde davon hat. Warum sollte ein Schwachknochen den Mondgeborenen helfen wollen? Grungwa fragt sich das Gleiche. Um das herauszufinden, sind sie hier. Aber Saska hat ihm die gleichen Fragen gestellt und der Fremde sagte, er hat genauso viel davon wie die Mondgeborenen. 100 Mondgeborenen, Hauer. Warum hat Saska Akrok nicht vorher davon erzählt?
dass er sich mit einem Schwachknochen trifft. Es ist schwierig. Er wollte Arkrog nicht belasten. Nicht nach dem, was mit seinem Vater geschehen ist. Und es war noch nicht sicher. Aber lügen schlecht. Aber gelogen hat Sasuke ja nicht wirklich, oder? Er hat es nur Arkrog nicht gesagt. Gut, es tut ihm leid. Aber was hat Nayak immer gesagt? Wenn der Stein zermahlen ist, kann man ihn nicht wieder zusammenfügen. Na gut. Okay, wir verstehen, aber bitte das nächste Mal ehrlich sein. Arkrog versteht. Aber Sasuke sollte es nicht wieder tun. Vertraute müssen sich vertrauen können. Wird nicht wieder geschehen. Wie wäre es, wenn Sie später über diese Enttäuschung reden? Ja, ist in Ordnung. Okay, was ist mit Nerobok? Nerobok. Er ist immerhin ein angesehener Krieger. Was denkt Nerobok darüber? Das interessiert Arkrog. Nerobok ist der große Krieger der Mondgeborenen. Seine Meinung ist wichtig. Nerobok denkt, Kleinzahn hat recht. Und es gibt immer noch Wunder. Das Schicksal des Stammes in die Hände eines Schwachknochen legen. Nerobok denkt nicht, dass das weise ist. Aber es stimmt, wenn dieser Fremde die Mondgeborenen töten wollte, hätte er das auch zu einem unerwarteten Zeitpunkt tun können. Arkrog hat sich also entschieden und die Mondgeborenen sind bereits hier. Also können sie es genauso gut tun. Den Stock im Hieb soll man nicht aufhalten. Er ist jetzt Häuptling Nerobok, nicht Arkrog. Sicher. Häuptling. Gut. Dann schlag dein Lager auf, wartet auf meine Rückkehr und ich erwarte des Lagers dann bereit, weil wir brauchen es wahrscheinlich, wenn ich wieder zurückkomme, so wie ich das Spiel kenne. Gut. Anuk, schlag hier ein Lager auf und bring die anderen her. Wenn sie bei Sonnenuntergang nicht zurück sind, flieht und findet einen sicheren Ort. Arkrog hat gesprochen. Wenn es einen sicheren Ort geben, aber Anuk verstehen. Dann gut. Grungwa, Sasuke, Jungblut, kommt. Wir finden heraus, was der verrückte Plan des Fremden ist. Ich wusste, dass es eine Fähigkeit von ihm ging. Ich wusste bloß nicht, will ich jetzt aggressiv oder nicht aggressiv machen. Wir haben das bekommen. Schild des Stammes. Stamm kann nur überleben, wenn Blut dafür und nichts anderes. Blut dafür und nichts anderes lebt. Altblut, das Norg beibringen. Jetzt Norg ruhiger und seine Fähigkeiten brauchen weniger Wut. Er kann sie öfter verwenden. Gut, um den Mondgeborenen zu helfen. Oh, alle Fertigkeitskosten minus 5%. Das ist nicht schlecht. Das war eine gute Sache, was ich da gemeint habe. Wobei, ich hätte gerne... ich würde halt mal gerne wissen, was die Alternative ist. Altblut? Die Jäger, sie töten Knochengeborene nicht. Altblut denken, sie Vater Hauer genommen? Das haben sie vermutlich, aber es ändert nichts. Mogwa hat ihn zum Fluss aus Mondlicht gebracht, sobald das Verschlingen vollendet war. Dieser Troll darum nicht mal einen Moment seine Ruhe haben. Alten Troll. Oh, der kann was, der Bär. Norks brüllen. Norg, hau zu! Jawohl! Ja, mach den weg! Jawohl! Was ist dies? Na gut, Bärenfell. Das ist doch schon mal etwas. So. Schau euch das an. Ein Elefantenfriedhof? Die werden dies bereuen. Brüllnor! Das ist die Macht der Mondgeborenen, Herr Kackschnabel. Jawohl. Schön Fähigkeiten einsetzen. Schön mit Fähigkeiten draufballern.
Was haben die für Fähigkeiten, wenn sie verstärkt und beschleunigt? Anscheinend, wenn sie ein bestimmtes... bestimmten Schaden erlitten haben, machen die das. Die haben Bluteneffekt auf sich drauf. Jetzt kontern wir durch die Heilung hier. Stellen uns auch noch dazu, dann heilen wir uns mal alle. So, schön Hauch heilen nach dem Kampf. Und ja, man sieht hier, hier gibt es Ressourcen zu sammeln. Das bedeutet mit hoher Wahrscheinlichkeit, wir müssen hier bauen. Und das macht auch Sinn. Die Map ist groß genug für eine Baumission. Dicker Helm des starken Bluts. Habe ich nicht Noak auch gut Konstitution gegeben? Gut, der nicht. Ah ja, genau. Hier. Oh ja, Noak sieht zwar nichts mehr, aber... Oh, ist doch interessant. Uninteressant für Noak, nicht wahr? Oh ja, und extra Lebenskraft. Nice. Das kann er gut gebrauchen als... Glass Cannon Killer, was auch immer. Umuk, ja. Das braucht er nimmer. Können wir jetzt eigentlich... Verbündete Militäreinheit. Aha. Okay. Gut. Das war hier eine kleine Tasche mit kleinen Gegnern und so. Schön. So, da ist unser Ziel und da nicht. Also gehen wir erstmal dahin. Käfer! Brennt im Höllenfeuer, ihr Käfer. Kann das sein, dass sie mal Agro. Kann das sein, dass es hier mit Agro geht? Was in Urgat ist das? Loot, Essensrationen. Lasst Akrok sehen. Damit können wir neue Trolle generieren. Produzieren. Der wird vorangehen. So. Hier. Ah, das sieht nach einem Lager aus, tatsächlich. Oh ja, das sieht nach einem Lager aus von einem Basisbau. Und dann haben wir unseren ersten Strategieteil. Oder Strategieanteil. Dann unseren ersten richtigen Strategieaufbauteil. Oh, wer ist... Was oh, ist das? Okay, egal was es ist stark. Der Fokus. Er wird den Stamm schützen. Er mag alt sein, aber seine Hauer sind noch schön. Und dann weg. Okay, der kann. Oh shit, der kann Zombies beschwören. Wow, 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 wow. Rückzug, Rückzug. Was auch immer das war. Das war strong. Rückzug. Das war too strong. Oh. Okay. Was war das für ein Move? Der hat ja Massendamage gemacht. Das war uncool. Vielleicht hätte ich das machen sollen. Das war überraschend stark vom Gegner. Leider regeneriert er sich natürlich auch in der Zeit. Warum habe ich das nicht mitgenommen? Vielleicht sollte ich da mit der Sippe zurückkommen, weil das ist ein starker Gegner. Töte die verdorbenen Kreaturen im Dschungel. Ich gehe. 5 davon. Oh, der heilt sich gar nicht so viel. So, vielleicht sollten wir erst die Untoten killen. Feinde haben einen Helden getötet. Ja, das ist nicht gut. Das ist halt blöd, die Zombies sind doof. Was wird dieser Charge? Achso, ja stimmt, man kann sie wieder... Man könnte den wieder aufhelfen, den Leuten. Oder man muss sie wieder beleben. Hey, Junge!
Held ist gefallen. Oh, er ist wiederbelebt worden. Sehr gut. Unser Häuptling ist einfach von sich aus wiederbelebt worden. Ja, ich hätte den wieder aufhelfen können, aber war nicht so klug. Grund war, ist da. War nicht so effizient. Er hat nochmal seine Fähigkeit eingesetzt. Er nutzt immer seine Fähigkeit dann, wenn er diesen Kreis macht. Aber die Frage ist, wie kann ich dem ausweichen, weil das ist ein richtig großer AOE-Effekt. Sie nicht Altblut wehtun. Ihr Krieg. Das war gut, da sind wir, glaube ich, ausgewichen. So, Fokus. Könnt ihr mal das Kleinvieh hier loswerden? Ach, das geht schon wieder nicht. Er geht. Okay, diesmal. Das ist gut, diesmal. Okay, wir sind noch nicht stark genug für solche starken Bestien. Bossgegner. Wir können natürlich, klar, wir könnten jetzt zum Lager gehen. Das Einfachste wäre, dort das Lager aufzuschlagen und dann prinzipiell uns darum zu kümmern, eine Armee auszuheben. Und mit einer Armee könnten wir den locker niedermachen. Davon gehe ich schon mal aus. Der macht jetzt wieder seinen Feinde haben einen Helden getötet. Übelsten Move. Ja, das ist doch schön. Warte mal. Moment. Gab es nicht eine Beschränkung der Wiederbelebungen irgendwo? Oh ja, dort oben. Ha. Oh, der kommt ja immer noch. Nee. Tu nett. Aufpassen. Oh, Moment. Die geben Erfahrungspunkte. Hm, das sollte ich dir vielleicht fahren. Och nee, lass mal. Schnell, er geht. Die Zombies würde ich gerne erledigen. Das ist nicht lange weg. Die Zombies hätte ich gerne gekillt, muss ich zugeben. Die geben Erfahrungspunkte. Erfahrungspunkte sind not bad. So, aber beim nächsten Angriff müsste es eigentlich machbar sein. Der hat so einen Fächerangriff, so einen Cone of Angriff. Das Problem ist, ich stehe halt immer drin in diesem Cone. Wie es scheint. Ich meine nicht. Oh, Moment, ich sehe da einen Gegner. Irgendwas Rotes. Mokwa, heile ihr Fleisch. 20 Sekunden Cooltime. Nur hier. Das ist gar nicht so wenig. So, wo sind die Zombies? Ich habe gerade was Rotes gesehen. Zombies, Erfahrungspunkte und so weiter und so fort. Er mag alt sein, aber seine Hauer sind noch scharf. Sie wegrennen vor Moas, der Macht der Mondgeborenen. Ah! Wir haben einen Helden getötet. Bereit. Fuck! Verloren! Auf den sicheren Tod zu. Sicher. Oh, wir haben ihn geschafft. Jetzt müssen wir die Leute wieder aufheben. Sonst das ist es nicht gut. Noch etwas warten. Steh wieder auf. Du auch. Lass gut. Die Würmer noch etwas warten. Glück gehabt. Weil ich glaube, wenn das da weg ist, dann haben wir verloren. Das war ein knappes Ding. Unglaublich knapp. Unnötig knapp. Aber das war auch ein harter Gegner, muss ich zugeben. Ah, Respekt, wofür Respekt. Wird er gebraucht? Wir sind Kommt leider noch nicht so gerüstet, dass wir gegen solche Gegner alleine ankommen. Das ist eine Erfahrung, die es wert war. Und das füllt sich zum Glück mit der Zeit wieder auf, aber das ist immer ein so gefährlicher Threshold. Wenn der leer ist, dann sollten wir auf das Möglichste aufpassen. Aber jetzt füllt sich es mit der Zeit wieder auf. Alles gut, den nächsten großen Boss bekämpfe ich mit einem Lager am besten. Dann ist gut. So, apropos gut. Nur geh, schau. Was ist das? Kleiner, dünner Hautschutz. Geschicklichkeit 7. Gesenkte Attributsanforderungen. Naja, trotzdem ist es zu viel. Ich habe keinen, der Geschicklichkeit trainiert. Herausfinden.
Was? Lasst Grungvar nachsehen. Okay, hier gibt es ein paar Steine. Immerhin. Das kann für den Basenbau wichtig sein. Aber hier, was ist das? Zarach. Zarach war die Göttin der Dunklen. Dunkling, oder? Die Dunkelelfen und so haben auch Zarach verehrt. Und die Orks dann wahrscheinlich auch. Oh, Hausstock der weißen Flüche. Aha, Magie. Könnte eine Verbesserung sein für meinen Magier. Könnte, muss nicht. Das ist... Ja, doch. Eine deutliche Verbesserung. Ist die Frage... Ist das eine Fernkampfwaffe? Wo sehe ich denn das? Reichweite. Das ist keine Reichweite-Waffe. Wow, ist aber eine sehr starke Waffe. Belassen wir es mal dabei. Das ist eine sehr starke Waffe. So, was ist das? Was ist dies? Das ist sogar älter als Grungvar. Wer hat das erbaut? Es lebe hier keine Riesenhauer mehr. Wenn gut. Wer darauf besteht? Das war gut. Das war wirklich gut. Weiter geht's. So. Hier haben wir noch ein bisschen Loot vor uns. Sehr schön. Der hat wirklich jetzt einen großen Stecken. Sieh an. Was hat der Dschungel da heute zu mir gebracht? Das ist er. Das ist er. Okay. Lass Saska genauer nachsehen. Erstmal eine Sache der Heilung. Wirkungsbogen. Okay. Was ist dies? Blut und Fäulnis. Wer bist du? Du bist also der Häuptling, von dem mir Saska erzählt hat. Interessant. Er ist Akrok Blutfluch, Häuptling der Mondgeborenen. Es ist mir eine Ehre, euch zu treffen, Häuptling. Ich muss sagen, ich bin von euren Sprachkenntnissen beeindruckt. Wo ich herkomme, glauben die Leute immer noch, dass Trolle nur grunzen und brüllen. Aber reden wir nicht um den heißen Brei herum. Hat Saska euch von meinem Angebot erzählt? Akrok kennt den Namen des Fremden noch nicht. Das stimmt. Und ich würde es gern lieber so halten. Nichts Persönliches. Einfach nur Vorsicht. Schön. Der Fremde kann seine Geheimnisse behalten. Vielen Dank. Also... Wie viel hat Saska euch erzählt? Mukwa hat vielen Trollstämmen die Gabe der Sprache gegeben. Die Schwachknochen haben nur entschieden, es nicht zu beachten. Das ist die Göttin, die ihr verehrt, oder? Ich verstehe. Okay, der Fremde will einen toten Gott zurück ins Leben holen. Braucht dafür die Hilfe der Mondgeborenen. Das ist alles, was er weiß. Der Fremde will einen toten Gott zurück ins Leben holen und braucht dafür die Hilfe der Mondgeborenen. Das ist alles, was er weiß. Gefangen, nicht tot. Aber ja, das fasst es gut zusammen. Aber von Anfang an, nach den ersten Schlachten zwischen den Wesen des Lichts und der Finsternis, der zum Krieg der Sechs führte, flohen viele Trolle, Dunkelelfen und Orks nach Urgard, um sich zu erholen. Die Mondgeborenen wissen von der Flucht. So kamen ihre Ahnen nach Urgard. Der letzte Häuptling war einer von ihnen. Naljak, Erstgeborener, ich weiß. Und das hier soll keine Geschichtsstunde sein. Ich spreche es wegen dem Wesen an, das die Flucht angeführt hat. Sarachs Kalb, der Fialdark. Warum ist das wichtig? Es ist nach der Flucht nach Fiara zurückgekehrt, vor Hunderten von Jahren. Das glauben die meisten, selbst unter den Wesen des Lichts. Aber in Wahrheit hat das Subernische Imperium eine Einheit von ihren besten Kriegerpriestern ausgesandt. Das gesegnete Siegel. Sie haben den Fialdark aufgespürt und tief in einem Gefängnis hier auf Urgard weggeschlossen. Ich glaube, dass das Gefängnis auf der anderen Seite dieses Sumpfes liegt. Und ich glaube ebenfalls, dass auch wenn die Krieger des gesegneten Siegel schon lange tot sind, der Fialdark weiterhin dort ist. Oha, der Fialdark, war der nicht eine böse, sehr, sehr böse Kreatur
außer der vorigen Geschichte? Wenn diese Hybernier Sarachs Kalb einfangen konnten, warum es nicht töten? Sie waren Lichtlinge, oder? Das stimmt. Vielleicht konnten sie es nicht. Genau das dachte ich auch. Es wäre in ihrem Interesse gewesen, den Fialdark zu töten. Und ich gehe auch davon aus, dass das ihr ursprünglicher Auftrag war. Aber etwas muss sie daran gehindert haben. Woher weiß der Fremde all das, wenn es sonst niemand weiß? Was für ein neugieriger Troll. Wie erfrischend. Zunächst besitze ich Aufzeichnungen, auf die die meisten keinen Zugriff haben. Und außerdem habe ich die letzten 5 Jahre kaum etwas anderes getan, als diese Aufzeichnungen zu studieren. Das macht keinen Sinn. Sarachs Kalb, der Fialdark, ist ein Gott. Niemand kann ihm Schaden zufügen. Ein Halbgott. Und ja, der Fialdark kann nicht mit normalen Waffen getötet werden. Ich nehme an, dass die Priester des gesegneten Siegels ihn deswegen eingefangen und nicht getötet haben. Hibernia, das sind die Schwachknochen von jenseits des Meeres, nicht? Das waren sie. Das hibernische Imperium ist schon vor einer Weile gefallen. Es ist gefallen? Grunkwar wusste das nicht. Wie solltet ihr auch? Das Einzige, was zwischen Urgard und Fiara hin und her reist, sind Glücksritter und Söldner wie die, die euch jagen. Okay. Und du willst Sarachs Kalb befreien. Und der Fremde will Sarachs Kalb befreien. Er hofft, dass es ihm und den Mondgeborenen seinen Segen geben wird. Das ist sein Wunsch, nicht? Das ist richtig. Saskia hat mir erzählt, was euch plagt, Häuptling. Die Seuche, die Jäger. Diese Feinde werdet ihr nicht alleine niederringen können, aber mit Hilfe eines Halbgottes. Das würde alles ändern. Was denkt Grumwar darüber? Er denkt, es ist eine schlechte Idee. Selbst wenn es diesen Tempel gibt und es nicht Wahnsinn wäre, die letzten Krieger der Mondgeborenen dafür in Gefahr zu bringen, wer sagt, dass das Kalb ihnen helfen wird, wenn seine Ketten gesprengt sind? Sarach hat das Schicksal seiner Trollen nie gekümmert. Er hat sie zu Sklaven gemacht und zu Schwertfutter für die Grünhäute, dass sie ihren Feinden entgegenwerfen. Soweit wir wissen, mag das Kalb auch einfach den ganzen Stamm verschlingen und davonziehen. Besser von einem Gott gefressen werden, als seine Hauer an einen Schwachknochen zu verlieren. Der Fremde spricht die Wahrheit, Grungwar. Sie haben keine Wahl. Selbst wenn die Jäger sie nicht länger verfolgen, die Seuche wird weiter Kälber noch vor der Geburt töten. Was will Grungwar dagegen tun? Sie haben Noak. Er hat Mondblut. Es sind noch viele Jahre, bevor Noak sich paaren kann. Und selbst wenn er 1000 Kälber zeugt, wie soll der Stamm sie ernähren, solange sie klein sind? Bitte, Akrok. Sie haben versucht zu fliehen, sich zu verstecken, aber nichts hat geholfen. Dieses eine Mal lass sie handeln und nicht nur Opfer sein. Gut. Sie werden diesen Tempel ansehen und dann entscheiden, was sie tun wollen. Akrok hat gesprochen. Der Fremde sagt, der Tempel ist hier im Dschungel? Ja, ich kann ihn euch zeigen. Wir müssen uns aber erst um eines kümmern. Die Kettenjäger. Die Grünhaut-Sklavenjäger? Ja. Hier lebt ein kleiner Stamm von Trollen. Und vor ein paar Tagen sind die Kettenjäger hier durchgestürmt, um sie zu versklaven. Der größte Teil ist weitergezogen. Aber ein paar Truppen sind noch hier. Ihr Karl steht direkt vor dem Tempel. Ich weiß, dass ihr nur noch wenige seid. Aber ihr solltet sie erledigen können, besonders wenn ihr sie überraschen könnt. Darüber hinaus gibt es aber noch eine Sache, die wir erledigen müssen, bevor wir zum Tempel weiterziehen können. Okay. Wieso brauchst du uns eigentlich? Aber eine Frage noch. Warum braucht der Fremde die Mondgeborenen hierfür? Wenn er ein so mächtiger Fluchwirker ist, wie Saskia sagt, kann er das Kalb nicht alleine befreien? Die Frage ist nur sinnvoll. Sagen wir einfach, das Eindringen in einen antiken Tempel bringt gewisse Herausforderungen mit sich, bei denen eure Muskeln hilfreich wären. Das ist alles. Der Fremde braucht jemanden, der für ihn Steine zerschlägt. Nicht ganz. Es geht auch um Sicherheit.
Der Tempel ist seit Jahrhunderten verlassen, also ist er vermutlich voll von allem möglichen Ungeziefer und Untoten. Ich habe darüber nachgedacht, eine Söldnerkompanie anzuheuern. Aber die sind teuer, ziehen viel Aufmerksamkeit auf sich und verraten einen vermutlich bei der ersten Gelegenheit, ein besseres Geschäft zu machen. Ich schätze, das ist nicht die Antwort, die ihr hören wolltet. Aber es ist die Wahrheit. Gongwar, zu welchem Stamm könnten diese Trolle gehören? Schlammkriecher oder Sumpfhauer wahrscheinlich. Das sind die einzigen, die so tief im Dschungel leben. Akrog hat noch nie von ihnen gehört. Was sind ihre Bande zu den Mondgeborenen? Vermutlich keine Feinde. Sie ehren Mukwas Gesetz. Wie könnten sie also jemals schlechte Trolle sein? Sie sollten trotzdem vorsichtig sein. Diese Schwachknochen im Tempel, das gesegnete Siegel. Der Fremde sagte, sie seien tot. Was ist mit ihnen geschehen? Das ist ein Geheimnis, das wir hoffentlich lüften können, wenn wir im Tempel sind. Was immer geschehen ist, das Kalb? Grungwa ist überzeugt, es spielte darin eine Rolle. So, und was ist jetzt diese andere Sache, von der er gesprochen hat? Was ist diese andere Sache? Dabei geht es um die Bewohner dieses liebenswerten Dschungels. Kurz gesagt scheint hier etwas umzugehen, das alle Tiere in den Wahnsinn treibt. Egal ob Beute oder Jäger. Grungwa glaubt, sie haben schon gegen so ein Wesen gekämpft. Es mag eine Krankheit sein, nicht? Wenn, dann keine gewöhnliche. Außerdem scheint es sich auszubreiten. Ich habe mehr und mehr solche Tiere gesehen. Da ihr einen Stamm durchfüttern müsst, solltet ihr diese Tiere erlegen, wenn ihr sie erwischen könnt. Ansonsten... Könnten sie alle Jagdbeute anstecken? Der Fremde spricht wahr. Die Mondgeborenen werden sich kümmern. Okay, wird er uns unterstützen? Was ist mit dem Fremden? Wird er den Mondgeborenen im Kampf helfen? Ich würde ja, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich hier meine Kräfte für den Tempel aufsparen sollte. Ich werde in der Zwischenzeit etwas kundschaften. Es gibt hier draußen noch ein paar Dinge, die ich mir anschauen sollte. Gut, wenn es nötig ist, eines noch. Entweder wir machen gut oder böse. Also aggressiv oder... Nee, wir sind nett. Akrog hat entschieden, dem Fremden zu vertrauen. Lass es ihn nicht bereuen. Keine Sorge. Ich kann euch nicht versprechen, dass das alles so laufen wird wie geplant. Aber ich werde mein Wort halten. Und jetzt viel Glück. Wir reden wieder miteinander, wenn ihr die Kettenjäger erledigt habt. Was soll er tun? Okay. Die Kettenjäger erledigen. Und er ist fort. Ein Teleportfluch. Wie ihn die Jäger verwendet haben. So ist es. Dann sehen Sie sich besser das Lager an und finden heraus, was den Mondgeborenen bevorsteht. Sie holen den Rest, wenn es ungefährlich ist. Okay, aber erst schauen wir mal an, was eine neue Fähigkeit er gelernt hat. Hier sanfter. Lass Sippe in Ruhe. Orks sieht, wie Sippe verflucht wird. Wird etwas wütend, bereit Sippe zu verteidigen. Stellt einen Fokus mit der, wenn er sieht, wie ein negativer Charakter. Okay, er wird gebufft, wenn andere gedebufft werden, sozusagen. Ja, ist interessant. Was das? Er ist auf. Ganz ehrlich, ich werde wahrscheinlich... Einerseits würde ich gern Noak zum brutalen Kämpfer erziehen, andererseits will ich ein guter Häuptling... Oder ein in Gesinnung guter Häuptling sein. Ein zivilisierter, guter Anführer. So, hier brennt's, hier ist ein Lager, das ist wahrscheinlich das Lager unserer, der Leute und das übernehmen wir und das bauen wir neu auf. Aber das machen wir beim nächsten Mal. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.